Rumänien liegt im Südosten Europas und grenzt an mehrere Staaten Mittel- und Osteuropas und der Balkanregion sowie ans Schwarze Meer. Das Land ist 238.000 Quadratkilometer groß und hat 22 Millionen Einwohner. Die Amtssprache Rumänisch stammt vom Lateinischen ab, was wahrscheinlich auf die einstige Präsenz römischer Legionen zurückzuführen ist. Und die rumänische Sprache, die man auch im Nachbarland Moldawien spricht, wird in gewisser Weise als eine Insel im slawischen Sprachraum empfunden. Dabei wäre Rumänien fast ein Binnenstaat geworden, denn seine Grenzen haben sich in der Vergangenheit immer wieder verändert. Die Nachbarschaft zu den verschiedenen Reichen werden wir uns gleich näher ansehen. Doch zunächst einmal, wer sind eigentlich die Rumänen? Im Gegensatz zu den meisten Völkern Osteuropas sind sie keine Slawen, sondern Romanen. Denn sie sprechen eine romanische Sprache. Wahrscheinlich ist das ein Erbe der römischen Legionen und der römischen Siedler, die Kaiser Trajan im 2. Jahrhundert nach Christus im Gebiet nördlich der Donau ansiedelte, um es vor einer Invasion der Barbaren zu schützen. Auf dieser Karte des damaligen römischen Reiches sieht man den Limes, die Grenzanlagen, mit denen die Außengrenzen des Reiches gesichert wurden. Man erkennt deutlich die römische Provinz Dacia. Und der Einfluss Roms ist in Rumänien nach wie vor spürbar, was unter anderem der Name des bekannten rumänischen Autoherstellers beweist. Wichtiger aber sind die Sprache, die dem Italienischen ähnelt, und das kollektive Bewusstsein eines von Slawen umgebenen romanischen Volkes und die zahlreichen Spuren der Vergangenheit, das heißt viele archäologische Funde. Die Römer zogen sich im 3. Jahrhundert nach Christus auf die Südseite des Limes zurück, nachdem sie zunehmend von den Westgoten bedrängt worden waren. In historischer Hinsicht trafen dort also sehr früh umherziehende auf sesshafte Völker. Ein zivilisatorischer Vorgang, der sich in dieser Region des Öfteren wiederholen sollte. So vergisst man oft, dass die Mongolen im 13. Jahrhundert bis in dieses Gebiet vorstießen. Zur physischen Karte der Region gehören im Norden die Flüsse Dniester und Prut, die im Laufe der Geschichte die Grenze zu Russland und zur UdSSR bilden sollten. Im Süden die Donau, die einen Großteil Mittel- und Osteuropas durchquert und schließlich ins Schwarze Meer mündet. Sowie im Zentrum die Ostkarpaten und die Südkarpaten, auch Siebenbürger Alpen genannt, die zusammen einen spitzen Winkel bilden. Die Bodengestalt des Landes ist sehr wichtig. Denn wie so oft orientierten sich die politischen Gebilde der immer mächtiger werdenden Fürsten an den Flüssen und Gebirgen als natürlichen Grenzen. Die Herrschaftsgebiete, die sich in diesen geografischen Räumen herausbildeten, waren die sogenannten Donaufürstentümer. Im Süden zwischen den Südkarpaten und der Donau die Walachei und im Norden zwischen den Ostkarpaten und dem Dniester das Fürstentum Moldau. Dazu kam im Innern des Dreiecks das auch Transsilvanien genannte Fürstentum Siebenbürgen, das lange Zeit zum habsburgischen Einflussbereich gehörte. Diese Fürstentümer sind Teil der gemeinsamen Geschichte der Rumänen. So gibt es zum Beispiel in Moldawien ein riesiges Standbild des Nationalhelden und gewählten Fürsten Alexandru Ion Cuza, der auch in institutioneller Hinsicht erstmals die beiden Fürstentümer Walachei und Moldau vereinigte. Das durch die Vereinigung der beiden Fürstentümer im Jahre 1859 entstandene Gebiet wurde zum ersten Mal Rumänien genannt. Aufgrund der romanischen Vergangenheit eine Art Abstammung von Rom. Die Landesflagge weist auch heute noch die Farben der beiden Fürstentümer auf. Blau und Rot für Moldawien, Gelb und Rot für die Walachei. In der Mitte befand sich das königliche Wappen, das bei der Machtübernahme der Kommunisten durch das Symbol der Volksrepublik ersetzt wurde. Dieses wurde dann 1989 nach dem Sturz der Diktatur wieder entfernt. Als Staat international anerkannt wurde Rumänien 1878 durch den Vorfrieden von San Stefano. Dabei musste das Osmanische Reich den nördlichen Teil der Dobruja abtreten, wodurch Rumänien einen Zugang zum Schwarzen Meer bekam. Andererseits musste es an Russland den bis dahin zum Fürstentum Moldau gehörenden südwestlichen Teil Bessarabiens zwischen Prut und Dniester abtreten. Um diese Entwicklung zu verstehen, muss man sich in die geopolitische Situation Mitte des 19. Jahrhunderts zurückversetzen. Rumänien war als Pufferstaat geschaffen worden, und zwar mit juristischer und militärischer Unterstützung Frankreichs unter Napoleon III. Denn man wollte drei der damaligen Großmächte voneinander fernhalten.
Österreich-Ungarn, das nach Siebenbürgen und auf die Balkanhalbinsel drängte? Das Osmanische Reich, das mit seinen Kolonialbesitzungen seit dem 16. Jahrhundert ständig von Süden und Osten her Druck ausübte? Und das Russische Zarenreich, das vom Norden her zu den Meerengen vordringen wollte? Wie man weiß, entstehen und verändern sich die Grenzen von Reichen und Staaten durch Kriege. Und so zerfielen 1918, am Ende des Ersten Weltkriegs, sowohl Österreich-Ungarn als auch das Osmanische Reich. Da sich Rumänien auf der Seite der alliierten Siegermächte befand, konnte es sein Staatsgebiet vergrößern. Um Siebenbürgen im Westen, um die Bukowina im Norden, um Bessarabien im Osten und um die Dobrudja am Schwarzen Meer, da Bulgarien zu den Verlierern gehörte. Das so entstandene Großrumänien war größer als das Rumänien, das wir heute kennen. Denn damals umfasste es noch Bessarabien, das nach dem Zweiten Weltkrieg wieder verloren ging. Rumänien war nämlich bis 1944 mit dem Dritten Reich verbündet. Und die UdSSR verleibte sich als siegreiche Macht Bessarabien und die Nordbukowina ein. Die Nachkriegszeit war ein bedeutender Wendepunkt für Rumänien. Die UdSSR gehörte zu den Siegermächten und bei gefälschten Wahlen errangen die Kommunisten 70% der Parlamentssitze und verdrängten die Sozialdemokraten von der Macht. So konnte die UdSSR ab 1947 in Bukarest eine kommunistische Diktatur durchsetzen. Das Land wurde Teil des sogenannten Ostblocks und blieb es bis zur Gorbatschow-Ära. Die Diktatur endete 1989 mit der Erschießung Ceausescus, der seit 1965 geherrscht hatte. Wie man sieht, ist das historische Erbe erdrückend. Dazu gehören die 1,5 Millionen Magyaren, das heißt Ungarn, über 6% der Bevölkerung. Außerdem gibt es in Rumänien eine bedeutende Roma-Minderheit, die größte in ganz Europa. Offiziell leben in Rumänien 550.000 Roma, eigenen Angaben zufolge jedoch 2 Millionen. Darüber hinaus gibt es 60.000 Ukrainer. Die jüdische Gemeinde Rumäniens hat etwa 7.000 Mitglieder. 1956 waren es 145.000, nachdem viele Juden von den Nazis umgebracht worden waren. Außerdem gibt es eine deutsche Minderheit. Die etwa 60.000 Rumäniendeutschen leben vor allem in Sibiu und im Banat. In der Zeit des Kalten Krieges verkaufte das Ceausescu-Regime Deutsche einzeln an die Bundesrepublik, in die viele von ihnen dann nach dem Ende der Diktatur 1990 auswanderten. Denn sie gelten als deutsche Staatsangehörige.